Kapitel 8: Der Sturm. Aber ganz unerwartet brach ein Sturm aus. Regen, Wind, Blitz und Donner. Die Wogen wurden so riesengroß, dass man das Gruseln bekam. Rum, bum, bum, krachte es plötzlich ohrenbetäubend. Und das Schiff neigte sich zur Seite. Was ist denn los? Fragte der Doktor. Schiffbruch, schrie der Papagei. Es ist an einer Klippe gerannt und zerschellt. Wir gehen unter. Rettet sich, wer kann. Ich bin noch nicht Schwimmer, schrie Chichi. Ich auch, jammerte Naff-Naff. Sie begann kläglich zu weinen. Zum Glück setzte sich das Krokodil auf seinen breiten Rücken und schwamm mit ihnen durch die Wellen direkt zum Ufer. Sie waren gerettet. Alle gelangten wohlbehalten nach Afrika. Nur das Schiff war verloren. Eine riesige Woge hatte es überflutet und in kleine Splitter zerschlagen. Womit sollten sie nun nach Hause gelangen? Sie hatten doch kein anderes Schiff. Und was sollten sie dem Seemann Robinson sagen? Es wurde ganz finster. Der Doktor und all seine Tiere hätten zu gern geschlafen. Sie waren bis auf die Haut nass und sehr müde. Der Doktor aber wollte an keine Rast denken. Schnell, schnell voran, wir müssen uns beeilen. Wir müssen die Affen retten. Die armen, kranken Affen können es kaum erwarten, dass ich sie kuriere.